Meine lieben Wildlife-Park-Freunde, guten Tag, ne? Seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und was ist hier zu sehr ausgetrocknet? Und ja, das ist aber, ne, bis Juni ist ein bisschen warm, das gestehe ich euch zu, aber ich kann keine Kühlgeräte kaufen. Würde ich gerne machen, kann ich nicht. Sag mal nicht, dass du wieder am Verhungern bist. Ich würde mich gerne paaren an etwas kratzen. Alles eigentlich im Angebot da, Kollege. Eigentlich ist alles hier. Flussfettkuh ist schwanger, aha. Okay. Gräser. Ja, Kollege, pass mal auf. Vielleicht machen wir ein bisschen frisches Gras. Vielleicht ist das dann irgendwann weg, wenn die das alles weggefressen haben. Dann machen wir noch hier ein paar Gräser hin. Hier auch noch ein paar Gräser. So, das muss dann aber auch schon reichen, Kollege. Ne? Das ist hier, guck mal, alles voll grün, ne? Da kannst du aber ganz... Das ist aber normalerweise, ne? Blätter paaren, ne? Er ist was einsam? Ne, das ist ein Erdmännchen. Okay, da können wir jetzt erstmal... Müssen wir ganz am Ende der Kampagne, ne? Da müssen wir dafür sorgen, dass wir die alle so ein bisschen zusammensammeln. Weil wenn die einsam sind, ne, wir haben einen Auftrag 100%, ne? Dann sind die am Abjammern und dann ist das, ne? Dann kannst du das vergessen, ne? So, pass mal auf. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Wir müssen ganz kurz mal gucken. Als nächstes brauchen wir Gazellen. Wir brauchen 30 Gnühekühe. Wie sollen wir denn das wohl hinkriegen immer? Gazellen. Ja, ja, okay, Gazellen. Gazellen wollen, glaube ich, auch Savannengras. Da haben wir, glaube ich, hier auch eine ganze Menge von gemacht, ne? Savannengras, mal hier nochmal alles voller Savannengras. So, bitte sehr. Savannengras. Es ist so schön mit Savannengras. So, hier gibt es auch eine Salzlecke, weil die Gazellen wollen ja auch ein bisschen Salz lecken. Ne? Dann würde ich sagen, dann holen wir uns mal ein paar Gazellen. Ne? Gazellen brauchen wir. Moment, ganz kurz mal auf die Aufgabe gucken. Wie viel brauchen wir Gazellen? 15. Aha. 15 Stück. Gut. Filter, Gazelle. So, Gazellenmännchen, 12 Jahre, ist aber, ne, ein bisschen am Abnehmen hier, sagt er. Ne? Wir müssen die wahrscheinlich sowieso 1, 2. 3, 4, 5, 0 finde ich am besten, 6, 7, 2 ist ein bisschen teuer, aha, 8, 9, 10, 11, 12, 9 Baby, ja, das sollen sie selber machen, 13, komm, egal. 14, 15. So. Leckstein ist natürlich Marker, müssen sich jetzt mit den Zebras teilen. So, ihr wollt springen oder was? Ne? Ganz kurz mal gucken. Spannendes Platz. Gerne kratzen. Okay, kratzen ballern wir auf jeden Fall mal dahin. So, Kratzerei. Eine schöne Kratzerei. So, ein bisschen springen wollt ihr, glaube ich, auch immer. Fluppdiwappdi. Und hier noch ein bisschen Springerei. So, da ein bisschen Springerei. Super. So, Wasser gibt es hier, genau. Ihr wollt zu wenig Pflanzen. Ihr wollt ja auch Blätter fressen, springen, Mineralien, okay. Gräser, okay. So, jetzt nochmal ganz kurz gucken, ob wir hier so pflanzentechnisch noch brauchen. 10 Schirmakazien, okay. Schirmakazien. Jetzt geht das Gesuche wieder los, ne? Ganz kurz mal gucken hier. Okay, das war es schon mal nicht. Mammut, Ode. Es ist natürlich immer der letzte. So, was machen wir auf Schirmakazien? Sehen wir das? Ne, Köcherbaum. Dattelpalme. Die letzte, Freunde. Es ist echt die letzte. Was willst du für einen Boden, Schirmakazie? Moment, ganz kurz gucken. Schirmakazie, was will die für einen Boden? Savannengras, cool. Lass mal auch mal hier mal. Mal da mal. So, wie viel haben wir jetzt? Schirmakazie. Oh, wir haben eine sogar mehr, als wir brauchen. Gut, super. Okay, so, Moment. Hier zu. Bitte sehr. So, Freunde, alles gut hier? Ist das so ein Stück Wasser irgendwie, okay? Mhm.
Du willst spielen, du willst dich um was kratzen, du willst hier springen oder willst. Kollege, bleib mal hier. Sag mal ganz kurz an. Geeignetes Hindernis. Ja, habe ich einige von aufgenommen. Kollege, hast du dir schon vorgemacht, ne? Genau so machst du das jetzt nach. Ich glaube, das kriegst du auf jeden Fall hin. Ja, kloppt euch nicht drum, ne? Jeder darf mal, ne? Jeder guckt mal dran. Subti. Und nochmal, bitte sehr. Wuppdi. Wuppdi. Ich glaube, da können wir ein paar Sachen von hinstellen. Da sind sie ja ganz heiß drauf, die Kollegen. Da sind die Kollegen ja ganz heiß drauf. Hier, Zim. Was willst du mir erzählen? Wieso geht das nicht? Machen wir hier nochmal ein. Machen wir da nochmal ein. Habt ihr einen Spielplatz, Freunde? Ne? Da träumen manche Kinder von immer. Na so, okay. Mhm. Ja, ihr seid wieder einsam, jetzt so blöd, seid ihr dauernd Verlauf. Ich denke, ihr seid Herdentiere, Freunde. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Wir brauchen an Tiere noch Gnühekühe, ne? 30 Stück. Sonst haben wir Tiere alle voll. 30 Gnühe. Okay, da müssen wir mal ganz kurz gucken. Gnühe, Gnubulle. Bitte einmal Filter. Ich brauche mal ganz kurz hier eine Ansage, was du so am brauchen bist. Savannengras ist gut. Kratzen, Mineralien, brauchen und Blätter und okay. Wasser. Gut, ja, das ist ja hier eigentlich ideal für. Ne? Hier gibt es Savannengras satt. Ne, wo sind die Mineralien, die nächsten? Ganz kurz mal gucken, da sind ein paar. Gut, die sind natürlich jetzt echt stark in Benutzung, die Mineralien. Ne? Hier sind aber auch noch Mineralien. Ne? Aber da kriege ich doch keine. Ich muss 30 Stück davon. Ey, Kollegen, 30. Und ich kann die Dinger nicht nachkaufen. Hier sind aber... Hier ist nochmal Mineralie. Ja, komm, müssen wir machen. Eins, so, pass mal auf 0. 2. Komm, egal, Kohle spielt keine Rolle. 3, 4, 5... 6, 6, 7, 8. Okay. 8, 9, 10, 11, 12. Was? 12, 13. Ich weiß jetzt gar nicht, müssen wir gerade mal. 14, 15, 16, 17. Boah, echt 30, das darf doch nicht wahr sein. Echt? Ja, vom nochmaligen Lesen wird es auch nicht besser, ich weiß, aber ich finde das echt tierisch viel, ehrlich gesagt. Aber immer gut, in einigen Dingen ist das Spiel ja so, dass es dann doch immer über die Stränge schlägt. Und das wissen wir ja, das kennen wir ja. So, Zim müssen wir wahrscheinlich alle holen, ne? Zim, Zam, Zim, Zam. So, wie viele haben wir jetzt? 27. 28, 29, 30. Bitte sehr, so. Okay, dann gehen sie erstmal Gras fressen. Hier gibt es auch noch ein bisschen Leckstein, das ist okay. Das finde ich aber eine Frechheit, dass wir keine Lecksteine kaufen können. Das finde ich echt albern, ne? Jetzt kloppen sich hier um die Lecksteine, ne? Guckt das an, dann sind sie schon voll am... Kriegen alle schon voll auf den Zug, die ganzen... Boah, das ist ja schlimm. Das ist ja schwer, das ist ja... Das ist ja oh Gott. So, okay. Ja, Lecksteine, Kollege. Na, hier ist einer, ne? Pass mal auf, du willst einen Leckstein, Mineralien, ich pack dich da mal hin, hier, da gibt's Mineralien, Kollege. Da gehst du jetzt mal hin und holst dir ein paar Mineralien. Kollege, was hältst du davon? Ja, alles voll mega im Gebrauch mit den Lecksteinen, ist ja unglaublich. Aha. Ja, die saufen natürlich erstmal, ich kann echt nicht, ne, kann ich nicht, ich kann nicht kaufen. Das ist echt unfassbar. Eigentlich wirklich unfassbar, ne, alle. Das ist nur ein Springstein, ne, ja. So, Bäume haben wir eigentlich jetzt mittlerweile echt eine ganze Menge schon, ne? Ja, du willst auch einen Leckstein? Da liegt noch einer, Kollege. Ja, und meine Zebrasse verlaufen sich hier permanent, die Trottel, ne? Ich hab meine Einheit verloren, voll scheiße, ne? Ja, super, echt. Blätter, Freunde, ja, Blätter. Was ist denn noch an Bäumen? Noch irgendwas an Bäumen, was wir brauchen? Oder noch was fehlt denn generell noch an Pflanzen? Okay, wir brauchen noch Papyrusgräser. Okay,
Ich gucke sowieso wieder da, wo es falsch ist. Papyrus, Gläser, Gräser. Papyrus, Papyrus, Papyrus. Und das ist so ein großer Papyrus. Aber keine Gräser, die wollten Gräser, ne? Aha. Zim, zam, zim, zam, zim. Aha. Ja, aber Papyrus habe ich hier keine Gräser gesehen irgendwie, ne? Strelitze, Kokos, Fenster. Papyrus, ja, dann gucken wir da nochmal. Da war ja irgendwie ein großer Papyrus. Ganz kurz mal schauen. Kollege, was willst du hier an einem Boden? Schlamm. Okay, das trifft sich gut. Haben wir hier eine ganze Menge von. Was ist euer Problem, Kollegen? Ah, okay. Gut, dann machen wir das mal anders. Sim. Zusammen. Ja, kriegt ihr sofort, Freunde. Kriegt ihr sofort, kriegt ihr sofort, kriegt ihr sofort. Aber die wollen doch im Wasser, ne? Die wollen im Wasser. Wo war das jetzt hier? Jetzt habe ich es wieder verloren. Das war das, ne? Mal auf hier. Zim, zam, zim, zam, zim. Was jetzt mit euch? Hä? Der Boden ist mir zart. Was ist das? Schlamm. Ja, Schlamm. Toll. Was mal auf, egal. Ja, memmt er halt ab. Das Problem ist, die müssen zu 100% zufrieden sein, sonst, ne, ist hier Achterbahn. Aber da kann ich doch auch, wenn ich da jetzt pass mal, wenn ich da jetzt Schlamm reinballern, ne? Hier ist Schlamm. Oh doch, das geht. Das geht. Okay. Das geht tatsächlich. Na gut, dann machen wir es mal anders. Ja, weil auch die Pflanzen müssen jetzt zu 100% zufrieden sein, wie wir wissen. So, dann bammeln wir die nochmal weg. Okay. Okay. So, da fressen sie auf jeden Fall die Blätter schön weg. Das finde ich gut. So, pass mal auf. Dann nehmen wir jetzt hier nochmal. Oh Gott, wo war das jetzt? War das hier, ne? Wie waren die das? Moment, das ist großer Papyrus. War der, ne? So, wie viele braucht man davon? Ganz gut. Was ist jetzt dein Problem, Kollege? Du bist jetzt hier aber. Welcher ist denn das jetzt? Bewässerung? Der Boden ist mir zu hart. Okay, da gibt es eine Runde Schlamm. Okay. So, jetzt müsste es aber okay sein hier. Komm, weg! Ja, weg. Super. Und du? Wasser ist nicht tief genug. Tschüss. So, wie viel brauchen wir davon? Okay. So, Lavendel. Papyrus. Okay, haben wir mehr als wir brauchen. Jetzt brauchen wir noch zwei Affenbrotbäume und Sagora-Kalepen-Kakteen. Okay, irgendwelche Kakteen. Ich kann das nicht lesen, das ist mir zu klein. So, okay. Okay, das Besucher ist mir total peng. So, jetzt haben wir Tiere, haben wir jetzt aber alle erstmal klar, ne? Gut. Pampasgräser. Okay, Pampasgräser, Moment. Pampasgräser. Da, Pampasgras, weiß. Was wollt ihr haben, Freunde? Savannengras? Okay, Savannengras hätten wir einiges im Angebot. Ohne Scheiß, Freunde, ist so viel Savannengras, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, Zimzam, Zimzam. Ah, was ist jetzt dein Problem, Kollege? Zu ausgetrocknet wie zu weich. Das ist Savannengras oder das ist kein Savannengras? Ah, ist noch, haben wir noch nicht Savannengras gemacht. Okay. Dann machen wir das mal. Jetzt muss ich das wieder finden, verdammte Kacke. Moment. Pampasgras. So, wie viel brauchen wir? Affenbrotbein brauchen wir noch.
Okay. Das heißt, wir brauchen noch zwei Affenbrotbäume und diese Sagura. Wie heißt das? Saguarokakteen. Saguarokakteen, okay. Ja. Die werden es wissen. So, pass mal auf. Okay, da können die auch schön fressen, oder? Ja, hier, Kollegen, was mit den Blättern hier, ne? Mal etwas kratzen. Pass mal auf, ballern wir hier nochmal hin. Das ist ja das Einzige, was wir kaufen dürfen, ne? Hier, ne? So, Regen müsste jetzt aber nur ausgedrückt. Es regnet jetzt gerade, Kollege, das müsste aber gleich weg sein, ne? Gott sei Dank. Ja, da müssen wir gucken, dass wir die dann alle zusammenkarren. Ne? Denn ihr wisst ja, wenn die so da am Abmemmen sind, ist das nicht 100% und das ist dann immer ziemlich scheiße, ehrlich gesagt. Ne? Gut, aber Tiere haben wir jetzt, Pflanzen. Pass auf, gehst du da hin? Das sind Pflanzen, Kollege. Mach mich jetzt bitte nicht drauf. Was ist das? Das ist ein. Okay. Affenbrotbaum brauchen wir noch. Der war, glaube ich, hier mit, ne? Regenbaum. Dann war er doch hier. Mammutbaum. Okay, der war das, ne? Ja, okay. Ganz kurz, was willst du für den Boden, Kollege? Savannengras. Okay. Okay. Das ist das Savannengras, ne? Der Boden ist mir zu weich, das ist noch kein Savannengras. Gut, jetzt sollte es Savannengras sein. Das ist halt das Tückische, ne? Der Sand sieht ähnlich aus, ne? Und so, okay. Ja, ich glaube, das Schwierige wird hinterher zu sein, die Jungs alle auf 100% zu kriegen, ne? Sowohl die Pflanzen als auch die Tiere. Denn, ja. Hier sind unsere Erdmännchen, okay. Unseren Elefanten. Jumus, geht's noch gut, Freunde? Alles gut hier? Mir geht's prima, so wie ich das lesen, Freunde. Also Wasser hätten wir ja gar nicht anbauen müssen, ne? Die können tatsächlich hier auch schwimmen und auch trinken. Okay, so, was brauchen wir an Pflanzen noch? Wir brauchen diese Kakteen. Okay, wo finde ich diese Kakteen? Moment, machen wir mal wieder zu. Kakteen. Das sieht nach Kakteen aus, ne? Das haben wir doch. Wie heißt der? Saguaro-Kakteen. Ganz kurz mal gucken, was ist mit dem Bodentechnisch hier? Savannengras. Ja, super. Perfekte Sache, das. Savannengras-Kollegen haben wir hier etliches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal, vielleicht gibt es da ein bisschen Wasser draus zu saufen. Dann bauen wir hier noch ein paar hin. Moment. Ja, hier, ne? Müsste auch alles Savannengras sein. So, wie viel brauchen wir davon, hast du gesagt hier, Kollege? Oh, das war's. Okay, also sagen wir es so. Wir sind jetzt, was das, was die Zahlen angeht, ne, sind wir erstmal jetzt im Soll. Ne? Das heißt, wir haben also alle Tiere, wir haben alle Pflanzen, die wir haben sollen. Und schön, wie die Kakteen blühen hier, ne? Ach, herrlich. Aha. Ja. Gazellenweibchen schwanger. So, ihr wollt ein paar Blätter, aber Blätter, ne? Gibt es ja eigentlich genug, Kollegen. Ne? Hier gibt es Blätter, da gibt es Blätter. Können ja nochmal ein paar. Wie war das? Orangenbäume, ne? Die waren, glaube ich, ganz gut für Blätter, ne? Niedriger Fensterblätter? Was willst denn du für einen Boden? Erdreich. Okay. Haben wir jetzt aktuell nicht. Was war das noch? Das waren Bananen, was willst du für? Futterhöhe 50 cm, Blätter, erdreich. Okay, da müssen wir nochmal ein bisschen erdreich hier irgendwie klar machen. Kriegen wir ja wohl hin. Ist das erdreich? Erdreich, machen wir hier noch ein bisschen erdreich. Dann machen wir hier noch ein paar Pflanzen, weil das fand ich irgendwie ganz witzig. Oder war das jetzt hier? Niedriger Fensterblätter, du brauchst erdreich, ne? Ja. Okay. Dann nehmen wir mal hier. Zim, zam, zim, zam. Zim, zam, zim, zam, zim. Ne, das ist jetzt für unsere Blattfresser, ne? Damit sie auch auf ihre Kosten kommen, ne? Ja. Geht da weg? Ja, du kommst jetzt her, ne? Du holst jetzt ein paar, ne? Genau, Blätter, ne? Kommst du hier hin, ne? Hier gibt es ganz Galopp vom Allerfeinsten. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Genau, ne? Geht da hin, ganz brav, ne? Und haut sich jetzt hier ein paar Blätter in den Schädel. Ja, machst du, Kollege?
Wupp. Leckere Blätter gibt es hier. So wie ich das. Pass mal auf. Das ist ja, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, pass mal auf. Das ist. Da haben wir noch ein paar von hin. Na, das ist. Ne, weil Blätter wollen sie alle. Und das ist. Ne, das können sie problemlos fressen, ne? Weil, ne, da kommt sie schnell gut dran, ne? Das ist alles vom Allerf. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So, meine lieben Freunde, dann sage ich jetzt mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und die große Blätterwanderung. Guckt euch das an, alle gehen zum Blättern. Ne? Sag ich jetzt mal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, mal gucken, wie es hier weitergeht. Mal gucken, dass sie die ganze Bagage auf 100% kriegen. Ne? Da sehe ich hier schon diese Herzchen, die werden uns einen Strich durch die Rechnung machen. Liebe Leute, wir kriegen das irgendwie hin. In diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Hat euch vergessen. Ciao, ciao, sagt euren Speak in 45 und geht aber wieder hinzu. Ne, sagt er auch. Ne? Ciao, ciao.